Ich bin Mohadisse, ich bin Iranerin, aber unterrichte Deutsch. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Sprechen, Zuhören, Zuschauen und Genießen zu verbessern. Wenn ihr an solchen Inhalten interessiert seid und Deutsch lernt, vergesst nicht, mich zu abonnieren. Also ihr könnt auch englische, deutsche und persische Untertitel haben. Ich persönlich empfehle deutsche Untertitel. Jetzt ist es 8 Uhr morgens. Heute gehe ich zum Zahnarzt, weil ich Zahnschmerzen habe. Gestern hatte ich einen Termin und der Zahnarzt untersuchte meine Zähne und sagte mir, dass vielleicht 2 meiner Zähne gefüllt werden müssen. Also einer meiner Vorderzähne ist auch angebrochen. Also muss ich unbedingt zum Zahnarzt, obwohl es mir nicht gefällt. Also ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst vor dem Zahnarzt. Als Teenagerin hatte ich eine Zahnspange und es war schrecklich. Seitdem fühle ich mich beim Zahnarzt nicht wohl. Aber lasst uns dorthin gehen und einige neue Wörter lernen. Zunächst können wir einige wichtige Wörter durchgehen. Das ist ein Zahn. Das sind Zähne. Das ist eine Zahnbürste. Das ist eine Zahnpasta. Wir sollten uns die Zähne regelmäßig putzen. Ich putze mir regelmäßig nachts, jede Nacht, die Zähne. Okay? Das ist eine Zahnseide. Wir sollten unsere Zähne regelmäßig mit Zahnseide reinigen. Okay? Dies ist eine Zahnspange und das wird als eine Zahnprothese bezeichnet. Okay, meine Freundin ist angekommen, mir zu helfen, ja, und mich zu beruhigen, weil ich viel Stress habe. Was gibt's? Hier bin ich beim Zahnarzt. Wie ich bereits sagte, hatte ich viel Stress. Der Zahnarzt entfernt hier meinen Zahnstein. Dieser Vorgang wird auch als professionelle Zahnreinigung bezeichnet. Und jetzt fühlt ihr meine Zähne. Okay, es ist fertig. Überraschenderweise habe ich keine Schmerzen. Also wir sind in einen Café gekommen, um nach einem stressigen Morgen eine Tasse Kaffee zu trinken. Okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, um eure Zähne zu kümmern und tschüss, bis zum nächsten Video.